Freunde, und herzlich willkommen zurück zu dem Public Update. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Lust, ein bisschen so rumzudaddeln und zwar noch ein bisschen zu testen, mal gucken, wie weit jetzt schon gekommen sind mit irgendwelchen, das war der alte Spielstand, also das Life of Medieval Engineers, das fasse ich jetzt erstmal nicht an, aber ich habe, wie gesagt, das Public gerade geladen noch, und wir machen uns jetzt einfach mal eine neue Welt. Und zwar werden wir weder das noch das, wir nehmen das. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumtesten. Und jetzt muss ich bloß mal gucken, was war denn das jetzt hier? Nehmen wir die Wildstart oder den Empty Planet? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche ich beim Testen hatte. Also das ist ja, die vier sind ja alles Standard hier. Das ist schon ein Mod, den kann man nicht nehmen. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, weil das letzte Mal hatte ich ein Problem. Autosave, lasse ich das an. Ja, komm, machen wir mal alle 15 Minuten. Das machen wir auf Private. Mods, Advanced Settings. Hier muss ich mal kurz reingucken. Okay, wir machen auf jeden Fall den Spectator an. So, das würde ich sagen, lassen wir einfach mal so. Wir lassen jetzt mal alles auf Standard. Außer, dass wir... Nö, wir lassen das jetzt einfach so. Genau, denn da muss man halt damit klarkommen. Ist das echt auf 3 normalerweise? Ja, okay, gut. Ich muss jetzt zugeben, ich habe schon mal ein bisschen getestet und die, also die Barbaren sind wirklich dermaßen, ich gehe maximal auf 5 hoch, würde ich sagen, weil die rennen jetzt auch im Dunkeln rum mit Fackeln. Das sieht man dann auch. Ich glaube, es gibt jetzt auch nicht mehr wirklich einen Platz, wo man jetzt zum Beispiel richtig safe ist. Aber nach dem Ladebildschirm mehr. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Frische Welt, neues Glück. Mal gucken, also zumindest im Public Test. Ich werde das jetzt auch so machen, ich werde den alten Spielstand... Oh, ich bin sogar mal männlich, geil. Ich werde den alten Spielstand jetzt erstmal nicht anfassen. Weil, wie gesagt, je nachdem, vielleicht kann man ihn dann ja doch noch nutzen, wenn das mal irgendwie so weit ist. Aber ich glaube, hier stehe ich ein bisschen unsafe. Ja, das ist ja mal ein geiler Spawn. Ach du Scheiße. Okay. Komme ich jetzt hier ordentlich runter, ohne zu sterben? Was ist denn das bitte? Ich bin noch nie so gespawnt. Also es kann sogar sein, dass ich jetzt gleich auch schon mal meinen ersten Tod finde. Ah. So. Alles Beta. Oh, 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 oh. Hallo, meine Güte. So. Nehmen wir uns erstmal was zu fratzen mit. Komme ich an die da oben nochmal ran? Yeah. Also wie gesagt, ist jetzt komplett die Standard-Map. Ich zeige euch das auch gleich. Zumindest von der Wildstart. Hallo. Ach, hör auf. So, meine Güte. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt gespawnt bin. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Levos sein könnte. Weil ich habe immer das Glück, dass ich in Levos spawne. So, gucken wir mal auf die Map. Wir sind tatsächlich in... Ne, wir sind in Umbrill. Ach, gucke an. Das ist ja sehr geil. Wir sind mal woanders. Nein, es ist doch Levos. Verdammt. Bloß halt unten, nicht hier oben. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir suchen uns erstmal schnell ein Plätzchen, wo wir ein bisschen was machen können. Am besten, ich mache jetzt erstmal das, was es mir sagt. Ich finde das immer noch so mega geil mit dem Inventar jetzt. Mit der Crafting überhaupt, mit der ganzen Craft-Funktion. Ich habe schon mal kurz mit Blackie mich kurz geschlossen. Ich glaube, wir machen das jetzt unabhängig voneinander. Dass wir einfach mal so ein bisschen testen, obwohl hier ist schon eine Straße normalerweise. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich hier gleich noch was in der Nähe habe, zum Abbauen oder so. Also was jetzt ziemlich schnell gehen müsste, ist, weil ich habe wirklich mitgekriegt in dem einen, was ich einfach mal so vor mich hingedaddelt habe. In dem Ding, Find the Market, oh, wo ist es denn? Da, in die Richtung. Man muss jetzt wirklich ziemlich schnell an die Waffen, beziehungsweise erstmal an den Knüppel, dass man sich hier auch verteidigen kann. Was? Ist das dein Scheiß ernst? Ohne Mist? Ja? Wo soll denn das sein, bitte? Jetzt lass mich raten, dass es hinter dem Berg ist. Weil da oben geht's nicht weiter. Ich sehe mich sterben. Also es hat sich gerade schon bewegt. Es müsste... Oder ist es hier? Hä? Führst du mich hin?
Ich glaube gerade mal 2 Minuten im Spiel und schon führt mich das Spiel komplett in die Irre, ja. Schön. Jetzt bin ich vorbeigelaufen. Alter, soll das da oben sein? Willst du mich rollen? Ne, hier irgendwo. Ach, hier. Ja komm, aktiviere das jetzt. Mein Gott. So, jetzt darf ich wieder absteigen. Ganz toll. Ganz klassisch natürlich. Springen würde ich jetzt nicht empfehlen. Das könnte unweigerlich zum Tod führen. Das wollen wir größtenteils vermeiden, wenn es geht. So, also ich habe jetzt hier einfach nur vor, ein bisschen rumzudaddeln, ein bisschen zu testen und ein bisschen nebenbei natürlich auch zu spielen. Das ist, wie gesagt, das komplette Vanilla-Ding, weil, wie gesagt, halt Beta-Brunch und noch keine Mods verfügbar. Also beziehungsweise ein paar Mods sollten, glaube ich, schon verfügbar sein, aber ich habe jetzt mir gedacht, nö, wenn, dann machen wir das clean. Wenn dann hier vielleicht der alte geht, dann brauchen wir da ja nicht viel ändern. Jetzt bräuchte ich hier trotzdem irgendwie noch Gewissheit. Oh, die Schritte sind so laut, ey, das ist echt der Hammer. Dass man hier vielleicht irgendwo noch ein bisschen was Metallisches hat in der Nähe. Weil da oben komme ich nicht ran, da brauche ich erst eine Spitzhacke. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Achso, ich muss 2 Loks. Dann machen wir das doch erstmal. Oh, guck mal, der ist gut. Der sieht gut aus. So, dann machen wir das jetzt erstmal. Ich werde die Folgen jetzt auch gleichzeitig als so eine Art Lückenfüller nehmen. Also ich wurde auch schon von dem Baum erschlagen, das geht immer noch. Definitiv. Weil ihr habt gerade gesehen, wie der Stamm rumgebackt hat. Weil ich ja wieder nicht warten konnte, bis der Baum umgefallen ist. Ich weiß es sogar nicht, habe ich mir jetzt das kleine Inventar gegeben oder habe ich das... Naja, ich habe, glaube ich, bloß das kleine Inventar. Okay, ist ja zum Testen jetzt nicht so schlimm. Kann man ruhig mal machen. Kann ich ja später immer noch einstellen. So ist es jetzt nicht. So, die nehme ich jetzt trotzdem noch mit. Das machen wir so wie immer. Wir lassen hier nichts liegen. Und ich habe jetzt auch mit Absicht mal die Hintergrundmusik ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Ich glaube, da sind die Sounds immer noch ein bisschen lauter. Da gab es ja schon mal einen Lag. So, das war das. Damit man zum Beispiel auch hört, wenn die Musik umschlägt. Wenn das jetzt überhaupt noch funktioniert, dass die Musik umschlägt. So. Und hippidi hopp. So, okay, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich einen Crafting Table craften. Craft a Crafting Table. So, derzeit können wir wieder... Achso, warte mal, ich wollte mal gucken, in welche Richtung... Ah, gut, ist okay. Das ist sehr gut, ich laufe sogar in die richtige Richtung. Also wie gesagt, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob es hier noch irgendwelche Flecken gibt, wo jetzt erstmal keine Barbaren spawnen. Habe ich keine Ahnung. Wenn, wäre das schön, dass man erstmal ein bisschen Ruhe hat. Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Also wenn man halt gleich Stress hat, dann hat man halt gleich Stress. Will eigentlich bloß gucken, dass ich irgendwo wenigstens ein Kupferlager in der Nähe habe. Dass ich mich dann schon mal an das Craften von den ganzen Gedöns machen kann hier. Das ist bloß ein Stein, aber da vorne sieht es vielversprechend aus. Oh ja, guck mal. Sehr geil. Es könnte aber auch schon dafür sorgen, dass hier in der Nähe dann trotzdem Barbaren spawnen. Also müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen. Aber ich würde sagen, wir lassen uns jetzt hier erstmal nieder. Ich meine, wir haben hier zwar nichts anderes, aber das kriegen wir dann schon. Wieso hat die Musik jetzt so heftig umgeschlagen? Finde ich jetzt nicht cool. Angst. Ganz tolle Angst. So, Place. Wieso ist der... Ach so, weil ich den ja erst nehmen muss. Alles klar. So, die 3. Okay, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Dass man das Zeug jetzt erst an sich ranholen muss. Jetzt habe ich vergessen, wie das Drehen ging. Lange nicht gespielt. Nee. Also echt lange nicht gespielt. So, Timber. Achso, stimmt. Muss ich ja nicht mehr reinpacken. Kann ich ja gleich so machen. So, ein Woodlock behalte ich mal noch. Ich habe jetzt echt vergessen, mir das größere Inventar zu geben. Das ist natürlich echt nachlässig. Aber es ist jetzt halt so. So, was brauche ich jetzt? Ein Bett. Ich crafte mir ein Bett. Halt, das musst du am Tisch machen. Düssel. Ein Bett. Das finde ich natürlich richtig cool mit den Blueprints. Könnte man ja theoretisch auch mal testen, wie das funktioniert. Die lassen wir mal drin. Vielleicht brauchen wir die noch. Place. Ach, das ist echt nervig. Ich glaube, das könnten sie mal noch ein bisschen mit umstellen, dass es nicht immer so weit weg ist.
Wenn, dann würde ich das gerne selber. Und dieses komische Horn ist auch weg, habe ich festgestellt. Es gibt jetzt nur noch immer diesen Düdüm, wenn man irgendwas erledigt hat. Aber ich glaube, das kommt dann noch. Es gibt doch, glaube ich, noch eine richtige Abschlussmelodie. Ist nicht mehr jetzt nur das Horn, wenn sie es nicht schon wieder geändert haben. So, kleine Kiste. 5. Also wie gesagt, ihr braucht euch jetzt hier nicht wundern. Das ist jetzt einfach nur so für mich ein bisschen zum Datteln und euch zu zeigen, was man jetzt hier noch so machen kann, Schönes. Oder beziehungsweise was man auch jetzt machen kann. Ich habe tatsächlich schon ein Kartenstück gefunden. Okay. Habe ich nicht mal mitgekriegt. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir ein Stockpile für Lumber. Für Lumber. Das ist der dort. Her damit. Und die 6. Und den würde ich sagen, packen wir uns hier so hin. Das ist jetzt aber der, glaube ich, für die, genau. Und den Wooden Melt. Machen wir uns den auch gleich. So. Gut, dann Wooden Support. Place einen Wooden Support. So, wo place ich den denn jetzt mal? Erstmal nehme ich die Bären mit hier. So, da kommt bestimmt auch gleich die Quest mit dem Hunger. Ich würde ja vorschlagen. Ach, dieses Anvisieren. So, da ist es doch. Guck mal. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen das gleich hier, weil dann haben wir das Kupfer nämlich gleich in der Nähe. Oh ja. Der sieht so cool aus. Finde ich richtig nice. So. Lass mich raten, den muss ich jetzt auch noch bilden. Genau so ist es. Aber wir fangen dann hier gleich auch an zu bauen. Also so ist es nicht. Also finde ich viel besser als das Horn. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Finde ich echt viel besser als das Horn. So, dann können wir uns jetzt eine Quest aussuchen. Jetzt haben wir das ja gemacht. Und zwar machen wir jetzt erstmal das Smelting gleich. Bevor wir jetzt was anderes machen. Ich muss eine Schippe craften. Habe ich das jetzt? Ja, habe ich. Okay. Sieht komisch aus. Ist aber so. Halt. Gut. Bleibt so. So, Schippe. Eine Shovel. Zack. Schaufel. Was muss ich jetzt machen? Aha, okay. Erstmal Clay und... Oh, der Sound ist aber auch anders jetzt. Kann das sein? Small Stones. Okay, stand gerade an der Stelle von Small Stones. Aber irgendwie macht er jetzt trotzdem Small Stones. Ist das der Dirt jetzt mit? Oder was ist das? Ich brauche Clay. Und ich glaube, das hat sich auch nicht geändert, dass unter so einem Vorkommen immer irgendwie Clay mit dabei ist. Ich könnte mich jetzt auch hier durchbuddeln. Ich glaube, dann würde ich nämlich gleich schneller an das Clay rankommen. Und die Schaufel hält halt immer noch nicht viel aus, ist ja halt nur eine Holzschaufel. Ich hoffe echt, dass der Sound nicht so laut ist, dass ihr mich noch hört. Ansonsten muss ich das dann mal noch ändern. So, komm, buddel dich doch mal jetzt hier. Nein, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Junge, was soll denn das? Und ich bin echt gespannt, wenn das Update dann rauskommt, ob dann der alte Spielstand noch funktioniert oder ob man das echt alles knicken kann. Gerade weil da Mods drin sind, also in dem alten Spielstand. War ja bis jetzt immer so, dass man die dann eigentlich großartig knicken konnte. Beziehungsweise, dass die dann, ich nenne es jetzt mal korrumpiert waren, dass man die nicht mehr benutzen konnte groß. Ich hoffe, die Sonne geht jetzt nicht gleich runter. Ich habe jetzt noch keinen Bock auf Besuch, wenn ich noch keine Waffen habe. So. Hier ist doch schon mal Clay, oder? 5. 6. Ah, das sieht aus wie Clay. So, buddel ich mich mal hier lang. Hier geht es, glaube ich, schneller. Ich brauche dann aber immer noch ein paar kleine Steine. Und ja, das Kupfer collecte ich jetzt schon mit Absicht mit. Alter, dauert das jetzt lange, das ist ja furchtbar. Okay, den Clay haben wir gleich. Ja, komm schon, noch einmal. So, den Clay haben wir. Ich komme hier nicht raus. Sehr geil. So, na. Jetzt geh doch mal hier drüber. Mensch, Jung. So, hier kommen wir raus. Okay. Ah, da hinten, guck mal, da gibt es, glaube ich, kleine Steine. Oh, und hier haben wir viel Eisen in der Nähe. Guck mal. Geil. Sehr nice.
So, hier gibt es kleine Steine. Kann man jetzt auch mit der Schaufel sich holen. Zack. Achso, ich kann schon eine Furnace craften, habe ich gerade gesehen. Okay, halt. Das ist noch ein kleiner Stein. Oh, hier ist ein Riesen. Was ist denn das? Ist das Tin? Das müsste. Kann ich nicht benutzen. Schade. Ja gut, das würde mir jetzt nicht sagen. Das müsste aber Tin sein. Das bauen wir dann auch für Bronze. Yeah. Sehr geil. Also haben wir gleich alles in der Nähe jetzt hier. Oh, nicht schlecht. So. Genau. Also seht das schon mal quasi als Vorstufe, was euch dann im Prinzip erwartet, was wir dann machen, wenn das hier nochmal neu losgehen sollte. Da fange ich zwar dreimal neu an, das ist mir jetzt aber quasi eigentlich... Ich habe jetzt gerade richtig Bock da drauf. So, mach den mal schnell. Schnell. Und wir haben auch schon genug Kupfer erstmal. Richtig cool. Take, ich habe keinen Platz. Ach verdammt. Mache ich denn jetzt? Ich muss noch irgendwas in die Kiste packen. Und zwar... Ja, ich packe jetzt erstmal die Wurzeln weg. Achso, warte mal, den Dirt hätte ich da wegpacken können. Die Wurzeln nehmen wir da, dann den Dirt da rein. So, take. Kann ich mir den jetzt gleich? Ja, kann ich. So, die Furnace. Das ist immer noch ein Problem. Der backt immer noch ziemlich gut hier rein. Wenn ich mir den jetzt aber ein bisschen ranhole, müsste das eigentlich gehen. Den stelle ich jetzt mal einfach so hin. So. Zack, bumm. Was ich jetzt aber schon festgestellt habe, wenn der einmal brennt, kann man das nicht ausmachen. Das finde ich jetzt ein bisschen, ich sag mal, blöd. Find the market ore. Hä? Ja, so, stimmt. Okay, hatte ich vergessen. Entschuldigung. Wieso, wie sieht er jetzt die Steine nicht an? Jetzt. So, also wenn man jetzt hier Fuel reinschmeißt, ich nehme jetzt mal hier die drei Timber, weil die Loks sind mir da ehrlich gesagt zu schade für, dann muss man das echt brennen lassen. Also sorgt dafür, dass ihr dann immer genug Zeug habt, was ihr schmelzen wollt. So, jetzt haben wir das nämlich gleich abgeschlossen. Jetzt können wir nämlich auch gleich die nächste Quest starten. Und zwar wäre das jetzt für die Verteidigung. Civiling Tools, was brauche ich denn mal? Ich muss mal gucken, was brauche ich denn für die... Ah genau, die müsste ich jetzt noch machen. Ah, wo kriege ich denn eine Thatch of Roll her? Eine Thatch Roll. Muss mal gucken, ich glaube, die kann ich dann auch aus Ästen machen. Ja, das meine ich jetzt. Das ist jetzt quasi durchgecraftet und man kann hier nicht... ich könnte den jetzt nochmal rausnehmen, dann verbrennt der eine noch, aber ich kann den Ofen nicht ausmachen, warum auch immer. Also hier steht nirgendwo Light oder... Ja, keine Ahnung. Ist alles ein bisschen komisch noch. Aber okay, es ist jetzt vertretbar. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, sag ich mal so. So, was brauchen wir? Craft a wooden club. Einen wooden club. Was brauche ich für einen wooden club? Ein Lock. Für einen wooden club brauche ich... Da kriege ich einen Club raus. Okay, ja. Das war wieder das Thema des Verschwendens. So, dann brauche ich Timber und eine Roll of Thatch. Wie mache ich jetzt eine Roll of Thatch? Wo ist es denn eigentlich, das Ding? Mache ich das im Inventar? Roll of Thatch. Tatsächlich. Okay, dann craften wir eine. Take. So, dann einen Dummy. Einen Dummy haben wir hier. Und dann craften wir uns den Dummy. Und jetzt können wir das erste Mal nischeln. Uah. So, der Dummy. Ja, komm, den stellen wir da hin. So, jetzt ziehe ich meinen Club. Attack right. Oh, nicht getroffen. Oh. Und ab. Bam. Und jetzt muss ich, glaube ich... Ja, genau, das war jetzt die Deckung. Aber er nimmt den übelst in den Fokus. Das ist schon übelst krass, ey. Ich glaube, ich muss das Teil dann wieder einsammeln. Also das geht ja jetzt jedes Mal, wenn ich hier... Ich glaube, das geht aber... Ja, nur wenn ich die Waffe gezogen habe. So, ist hier schon irgendwas? So, nächste Quest. Das geht jetzt rucki zucki hier, weil ich brauche, falls hier wirklich in der Nacht... Also das letzte Mal hatte ich wenigstens schon ein Häuschen. Da, genau, die brauche ich jetzt. Dass ich mir wenigstens die machen kann hier. Go. So, ich brauche einen Lock. 4 Timber und 4 Metal Ingots. Ne, 5 Metal Ingots. Gut, die...
Timber müsste ich haben. Und ich habe mir jetzt, ich werde mir jetzt auch angewöhnen lassen, die Bäume erstmal fallen zu lassen. Weil wie gesagt, ich wurde schon erschlagen von einem Baum, der nicht gefallen ist. Wo mich dann im Prinzip der Lok erschlagen hat, weil der wie so ein Flummi rumgehopst ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, wenn das dann soweit ist, dann wird das alles seinen Gang gehen. So, mehr nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Ich hoffe, der despawnt nicht so schnell, dass ich mir den Rest dann noch holen kann. So, was ist denn eine Smithy? Wo ist die Smithy? Da ist die Smithy. Zack. Oh, da reicht es gerade noch für ihn. Alter. Sehr komisch. So, die Smithy stellen wir direkt neben den... Und die backt auch noch ein bisschen rum. Also zumindest in dem Boot. Ah, ich glaube, das war vorher auch schon so. Das ist, glaube ich, normal bei dem Zeug. So, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Two Copper Ingots or... Okay. Und two Timber. Also muss ich doch nochmal buddeln. Buddeln. Wo habe ich denn jetzt hier? Hier habe ich angefangen mit buddeln. Dann buddeln wir doch hier gleich weiter. Ist zwar jetzt direkt hinter dem angeblichen Häuschen, aber das können wir ja weiter vorziehen zur Straße. Boah, ich dachte jetzt schon. Ich dachte hier Musikumschwenker und jetzt geht's gleich schon wieder los mit den Rumbles. Ich sammle, glaube ich, mehr Dirt wie alles andere. Und gleich ist die Schippe hinüber. Ja, da war sie weg. Kann ich mir noch? Ja, kann ich. Take. Zack. Kostet das jetzt eigentlich Ausdauer? Tatsächlich. Ich glaube, das war vorher nicht so, oder? Das vorher auch schon Ausdauer gekostet? Aber jetzt nimmt er Dirt und... Und Kupfer mit. Hat er das vorher auch schon gemacht, ja? Ich habe da nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Was man alles anfängt aufzupassen, ist schon echt heftig. Oh, mein Inventar ist voll. Nein, mein Inventar ist voll. Verdammt. Schnell wegschaffen. Könnten wir eigentlich gleich schmelzen wieder. Jetzt nochmal die drei. Zack, zack. Achso, stimmt. Ach, das ist immer so eine dumme Angewohnheit jetzt. So. Ich mache noch ein bisschen mehr. Vielleicht schaffen wir dann noch was zu schmelzen. Sie. Ah, ich habe wenigstens die. Den Timber, die zwei Timber rausnehmen sollen. Ja, das ist halt das Problem. Der lödert das jetzt echt durch. Ja, das ist echt Wahnsinn. Du kannst es wirklich nicht mehr ausmachen. Also müsstest du wirklich aufpassen, was du jetzt reinschmeißt. Wir müssen bloß gleich ein bisschen Vorrat holen. Dass ich dann nicht nochmal anfangen muss, weil es wird bestimmt gleich dunkel. Und wenn ich das richtig einschätze, entweder ist es jetzt der Vorführeffekt dann, dass ich jetzt keine Barbaren kriege, oder es ist der Vorführeffekt, dass ich Barbaren kriege und jämmerlich sterben werde. Was ich jetzt aber halt noch nicht abschätzen kann. So. Gut. Also oft wie die Musik hier hin und her switcht, ist das gerade schon kein gutes Zeichen. Ach okay, erst doch. Hä, wieso ist er jetzt ausgegangen? Weil ich nicht drin war? Kann das sein? Ah, okay, fehlt. Fehlt. So, wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt... Wir testen das jetzt einfach mal kurz. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und gucke dem Ofen zu. Alter, müsste eigentlich schon durch sein jetzt. Oh, diese Geräuschkulisse. Das hat der Ofen vorher nicht gemacht. Okay, nee, jetzt hat das doch alles durchgebrannt. So, okay. Gut, wir haben das jetzt. Wir brauchen jetzt einen Craft, einen Study Structure Club. Was? Was soll ich craften? Was für einen Club soll ich craften? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ist das, ne,
Nee, mit J. Was ist denn das für ein Club? Ach, das ist der Club, okay. Oh ja, wo mache ich denn den? Hier konnte ich ihn doch gerade. Ach nee, ich bin ja Old Blade. Muss ja in das Midi. Okay. So schnell geht's. Leute. Zack. So. Jetzt wenigstens den schon mal. Kann ich jetzt auch. Kann ich mir jetzt die Armbrust machen? Wieso kann. Die war doch mit dabei. Warum kann ich mir die Armbrust nicht machen? Ah, doch, hier. Was brauche ich dazu? Metal Parts und Planken. Okay, Planken sollte kein Thema sein. Planken, Planken, Planken. Kann ich noch nicht machen, brauche ich noch eine andere Quest. Geil. Geil. Naja, hör auf. Machen wir erstmal die hier. So. Die packen wir dann. Ah ne, reinpacken kann ich sie ja nicht mehr. Das ist eben doof, dass man jetzt echt so Inventar begrenzt ist. So, warte mal, dann müssen wir das jetzt erstmal wegpacken. Dann packen wir den Dirt noch dazu. Und dann ist die kleine Kiste schon wieder voll. So. Ist nicht lustig. So. Gut. Okay, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's echt langsam dunkel. Ich brauche noch Bretter. Und dafür brauche ich aber die Quest für Better House. Ja, ich glaube, Better House ist das. Dann machen wir die jetzt. Fix. Ich brauche jetzt noch 20 Timber und 30 Planks. Timber, Timber, Timber. Wo ist denn eigentlich mein Baum von vorhin? Der liegt ja noch da, hä? Problem habe ich bloß, wenn ihr wirklich dann gleich mal. Oh! Da ist schon einer. Den habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Die Sau. Also ihr dürft die jetzt nicht mehr unterschätzen. Die sind definitiv besser als vorher. Müsst doch wirklich gucken, wie die zuschlagen. Echt? Alter Falter, das war knapp. Ach, und jetzt isst er sie nicht mehr. Das ist auch geil. Das ist ja cool. Nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. Danke. Merci beaucoup. Okay, also geht das jetzt doch schon ziemlich zeitig los. Alter Falter. Das wird lustig. Okay, jetzt muss ich mir erstmal. Ja, ich habe Hunger. Mach ich mir gleich mal zwei. Oh, genau das habe ich gemeint. Das habe ich echt gemeint. Und wenn das jetzt dunkel wird und ich habe noch keine Bleibe, also werde ich mir erstmal bloß so ein viereckiges Ding craften. So, jetzt habe ich erstmal meinen Hunger gestillt. Okay, das geht ja mal richtig straight cross los hier. So, ich brauche jetzt wie gesagt immer noch Timber. Timber, Timber, Timber. Habe ich jetzt Timber? Ja, jetzt brauche ich noch 30 Planken. Ich muss jetzt aber irgendwas wegpacken. Kann ich den hier? Achso, er hat kein Feuer. Was nehmen wir da jetzt? Mist. Was, das kriege ich denn auch nicht raus? Ja, komm, schmeiß drin. Mir die einfach mal, weil dann probiere ich mal was. Der rotzt das echt durch. Ich kann das jetzt echt auch nicht ausmachen. Oder warte mal, wenn ich jetzt hier auf. Nee. Wieso kann ich den Ofen nicht ausmachen? Das finde ich jetzt echt blöd, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt echt blöd. Nein! Scheiße! Cancel! Den muss ich doch behalten, nicht Dussel. Jetzt hätte ich bald alles verdorben. Das war. Das ist ein Lichtglitch, oder? Ja. Also, beziehungsweise ist da die Sonne noch nicht untergegangen. Ich habe mich gerade schon erschrocken. So, achso, ich bräuchte jetzt vielleicht auch mal eine Fackel, dass ihr auch was seht. Take. Und da kommt schon wieder was. Ja, ich wusste es. Ich habe ihn gehört. Au. Und da kommt der nächste. Ja,
Das ist alles bloß Glück, was ich hier gerade fabriziere. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Scheiße. Deswegen kann ich auch nicht zuhauen. Ah, und er hat mich gekillt, die Sau. Verdammt. Bloß gut, dass ich mein Bett hatte. Das Problem ist bloß, ich komme jetzt nicht mehr an mein Zeug ran. Ah. Da muss ich den jetzt erstmal ein bisschen so verarscht. Und weiter geht's. Nein, komm schon, visier ihn an. Bitte. Wo ist mein... Ach verdammt, der liegt doch draußen. Mann, bin ich blöd. Wo ist denn der andere umgefallen? Hat er hier irgendwo sein Schwert fallen lassen? Ah, es sind schon wieder zwei. Na toll. Wo ist mein Knüppel? Ah, verdammt. Und genau das habe ich gemeint. Das ist echt... Da. Ach, scheiße. Ich habe nix. Ich habe echt nix. Und ich kann... Was blöd ist, dass ich mich so nicht wehren kann. Das ist echt scheiße. Das ist richtig kacke. Ja, und der schiebt jetzt hier schon mal Fettwache. Natürlich. Schieb mal schon mal Wache hier. Blöder Kunde. Ich habe wenigstens meine Fackel eingesammelt. Das war knapp. So, halt, da liegt er doch. Okay, Jungs. Jetzt können wir weiterspielen. Nein, du solltest doch die Fackel anlassen. Au. Oh, zwei gegen einen ist aber auch unfair. Alter, habt ihr das? Okay. Sterbeszene eröffnet. Scheiße. Das ist schon richtig mies. Also das meine ich jetzt zum Beispiel damit, dass man jetzt richtig schnell sein muss, was das angeht. Wenn gut, ich hätte die Tageszeit noch ein bisschen höher, aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Wenn ich jetzt die Armbrust hätte, wäre mir wohler. Au. Okay, einer ist wenigstens weg. Nein, falsch. Oh, leck mich doch, Alter. Ja, ja, ich weiß, du hast Hunger. Geht gleich los. Oh, guck mal, der hat eine Schatzkarte. Sehr geil. Warum nehme ich eigentlich die Fackeln mit? Brauche ich doch gar nicht. Hätte mal lieber noch so ein Dings mitnehmen können. Komm, hier, weg damit. Ja, will ich. Ja, will ich. So, den Kopf nehmen wir mit. Die Fackel lassen wir da drin. Alter Falter. Also ihr seht, das wird richtig hart. Richtig, richtig hart, wenn sie da nicht noch irgendwas ändern. Ich werde jetzt höchstens mal hier die Timber reinschmeißen. Dann habe ich nämlich schon wieder ein bisschen Platz. Und hier ist auch bloß Rotz drin. Ja, möchte er. Weg damit. Kommt jetzt die Schatzkarte rein. So. Was muss ich denn jetzt machen? Planken brauche ich noch. Also take das mal. So, warte mal, 1 gibt glaube ich immer 5. 10, 20. Und das müssten 30 sein. Müssen wir jetzt mal warten, bis die durch sind. Und irgendwie habe ich jetzt nicht gehört, dass die Musik umgeswitcht ist, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ohohohoho. Okay, das soll es aber für die erste Folge jetzt erstmal gewesen sein. Also wie gesagt, ich daddel hier noch ein bisschen weiter. Ich nehme das auch wahrscheinlich alles mit auf. Mal gucken, vielleicht überspringe ich auch mal ein paar Teile und so. Ja, aber in diesem Sinne, wenn es euch gefällt, lasst wie immer ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Beta Public Brunch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.